Hi Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Nightingale. Ja, in dieser Folge dreht sich alles jetzt einmal um Verbesserungen und auch um neue Ausrüstung. Und ja, wir müssen jetzt erstmal zu Beginn dieser Folge ein bisschen Metall und so farmen, also solche Erze und sowas. Die haben wir hier hinten direkt in der Umgebung. Und ja, dann ist auf jeden Fall jetzt gleich erstmal die Feuerschale dran. Die bauen wir dann erstmal und mal sehen. Ich will auf jeden Fall in dieser Folge ganz gerne auch meine erste Schusswaffe noch craften. So, jetzt erstmal das hier kurz schön alles zerschlagen hier. Jawohl. Den ganzen Kram hier schön mitnehmen. Bäm. Und ich merke auf jeden Fall, dass diese neue Spitzhacke schön stark ist. Also die baut richtig gut das ganze Zeug hier ab. Bam! Herrlich ist die Spitzhacke hier, also super Ding. Muss ich ganz klar hierzu sagen. So, mein Kollege, hier, für dich habe ich mal was. Du bist jetzt wieder mein kleiner Packesel. Ich hoffe, das ist für dich okay. Ist für dich okay? Gut. So. Dann nimmst du bitte einmal das hier. Und ich sehe gerade, hier hat er noch Zeug von unserer vergangenen Reise. Das Zeug muss ich auf jeden Fall dann mal noch mit einbunkern bei uns. Gut, sammeln wir mal weiter. Einmal hier schön nach oben in die Berge gehen. Oh nein, Schweine. Na super. Bitte jetzt nicht kämpfen. Danke. Auf den Kampf habe ich jetzt überhaupt keine Lust. Naja, und ich bin auch zuerst gerade am Überlegen gewesen, ob ich vielleicht in eine ganz andere Region gehen soll jetzt hier. Weil hier ist ja leider nicht mehr so viel Zeug zum Abbauen. Hier haben wir ja schon sehr viel uns geholt. So. Diese Blöcke hier nehmen wir auch mal mit. Die konnten wir ja zuvor noch nie nehmen. Mit der neuen Hacke gibt es auf jeden Fall jetzt neue Möglichkeiten hier. Und auf jeden Fall brauche ich dann später auch noch ein bisschen Holz. Also das müssen wir auch noch besorgen. Ich glaube, wir machen es ein bisschen anders. Ja, ich verändere jetzt mal kurz meinen Plan. Wir machen es jetzt einmal ganz kurz so. Wir fällen hier ein bisschen Holz. So. Wir tüten jetzt mal schön viel Holz ein und danach schaffen wir das dann erstmal zur Basis hin. Und dann leere ich erstmal meinen Kollegen hier aus. Und dann gehen wir auf eine größere Tour, wo wir nur Eisenerze und sowas uns holen. So, decken wir den Baum. Jawohl, fällt um. Jetzt sehr stumpf, weg damit. Bäm. Weiter kannst gehen. So, wunderbar. Fall um. Sehr schön. Baum fällt. Nächster bitte. Zack. Wieder der nächste dran. Sehr schön. Boah, ich liebe diese Axt. Die Axt hier ist mega. Die gefällt mir gerade richtig gut. So, fix noch mal was essen. Jawohl. Lecker. Und weiter geht's. Was macht mein Kollege da hinten? Der holt wohl ein paar Steine. Zack. Gut, jetzt bin ich überladen. Jetzt muss er bitte mal ein paar Stämme sich hier holen. Gut, dass er hier ist. Nein, nicht wegrennen schon wieder. Nicht wegrennen. Ich habe doch gerade dich noch gelobt. So. Gut, gib mal das her. Dann gibst du das noch her. Und kriegst im Gegenzug das Holzbündel hier.
So, gut. Was habe ich denn hier noch, was ich bei ihm mal raustun kann? Obwohl, das passt eigentlich, denke ich, jetzt erstmal so. Ja. Ja, das passt so. Gut. Dann machen wir weiter mit den Bäumefällen hier. Sagen wir mal 100 wäre ganz schön. Ja. 100 Holz. Ja, ich würde sagen, die ganze Ecke hier machen wir mal nach weg. Los geht's. Zack, Baum fällt. Nächster ist dran. Ach, noch super, jetzt kommen Schweine auch noch. Ihr habt mir gerade noch gefehlt. Ich will gerade eigentlich schön hier die Bäume fällen. Bam, weg damit. Zack. Jawoll. Die Axt ist schön mächtig. Auch im Kampf. Zack. Und zack, ins Gesicht. Weiter geht's. Weg mit den Bäumen hier. Jawoll. Ja, gleich werde ich bestimmt wieder überladen sein. Die Ausdauer muss erstmal wieder voll werden. Ich glaube, das ist dann jetzt genügend Holz. Die Stümpfe machen wir auf jeden Fall mal noch mit weg. So. Und eintüten das ganze Zeug. Jawohl. Der hier kommt auch noch mit weg. Der steht so einsam hier. Zack. Kollege, komm mal bitte her. Ich hab da was für dich wieder. So, nimm das Zeug bitte einmal. Bam. Schön. Schön, schön, schön. Ich bin gerade sehr happy mit dem ganzen Holz hier. Über 100 haben wir jetzt. Noch ein paar Stümpfe. Los, weg mit denen. Gut. Wollen wir vielleicht die ganze Ecke hier oben mal noch fertig machen? Machen wir hier direkt mal alle Bäume jetzt noch mit weg. Wölfe. Ja, ich mache jetzt hier oben die ganze Ecke direkt fertig. Weg mit dir, mein Großer. Ah, Ausdauer, los. Sehr schön, weg ist er. Hier geht's weiter. Fall um, mein Lieber. So, ich habe noch was zu essen rein. Lecker. Und auf da. Wieder was weg. Drüben geht's weiter. Jawoll, also die Axt ist wirklich herrlich. Ich könnte gerade stundenlang hier Bäume weghacken. Das macht gerade einfach Laune, weil es einfach wieder so schön schnell geht. Ist einfach schön effektiv. So, Partner, komm mal her bitte. Hab da wieder was für dich. Du musst wieder Zeug nehmen. Du bist mein kleiner Packesel, okay? Gut, ist er gerne, glaube ich. Ah, Moment, gib das her und du kriegst das. Sehr schön. Hier liegt nochmal was zum Mitnehmen. Ja, das nehme ich gerne.
Ist hier oben noch ein Baum? Ja, dort hinten. Und hier noch ein Baumstumpf. Gut. Schnell weg machen wir den Stümpfen hier. Perfekt. Und der letzte Baum hier. Ja. Der hier hinten sieht eigentlich ganz nett hier noch so aus. Ja, ich will nicht, dass es hier ganz so blöd alles aussieht und so leer und so weiter. Deswegen, der eine bleibt mir hier doch daneben so stehen. So. Gut, ich bin dann mal weg. Mal sehen, wie viel kann ich denn noch mitnehmen? Ja, bisschen was kann ich noch mitnehmen, okay. Wenn das so ist, dann haue ich mir mal noch hier ein paar Steine und sowas mit rein. Bam. Und da hinten habe ich auch noch etwas gesehen, was ich sowieso brauche. Dann gehe ich da jetzt auch nochmal hin. Und haue mir mal noch schön die ganze Tasche jetzt hier voll. So. Ja, mit dem Quarz. Jawohl. Oh, es regnet jetzt. Das gefällt mir nicht so. Ich werde jetzt gerade nass. Los, tüte schnell ein. Okay, ich bin jetzt überladen. Der eine Stein kommt aber mal noch hier mit weg. So. Sehr gut. Alles auseinandergebröselt. Und hier habe ich einmal ein paar Fasern, die tue ich extrahieren. Gewicht, Moment. Was könnte ich denn mal noch fix mit zerlegen? Ja, mache ich die Knochen noch mit weg. So. Und du, Kollege, du könntest auch mal noch fix was nehmen. Du gibst mir den Pelz und nimmst dafür diese Sachen hier. So. Danke. Sehr freundlich. Und jetzt auf nach Hause. Dann können wir jetzt gleich erstmal schön viel Holz und sowas herstellen. Solches Bauholz. Und diese zwei Zelte dort drüben, die kommen auf jeden Fall jetzt bald auch mal noch mit weg. Genauso wie das Zeug hier. Aber jetzt momentan stört mich das nicht. Also dementsprechend kann das ja dort stehen bleiben. So, mein Kollege muss jetzt mal bitte ganz mit hier reinkommen in diesen Raum. Denn ich brauche das ganze Zeug, was der bei sich hat. Na, komm mal bitte her, Kollege. Gib das ganze Holz jetzt bitte her. Boah, jetzt bin ich sowas von überladen. Die Steine gibst du auch mal noch. Ja, denn die will ich verarbeiten. Ja, jetzt bin ich wirklich eine kleine Schnecke hier. So, machen wir erstmal ein bisschen Filz hier nochmal. So, wunderbar. Dann stellen wir hier nochmal etwas Zwirn her, obwohl. Ja, doch. Bam. Und jetzt ist das Bauholz dran. Schön viel machen wir jetzt davon. Jawohl. 50 Mal. Hoho.
Da wird aber ordentlich jetzt hier dran gekurbelt. Jetzt muss ich einmal hier rüber ganz langsam wie eine kleine Schnecke. Hier will ich einmal was reinhauen. Ja. Und dann einmal das hier. Zack. Dann hier auch einmal das rein. Sehr schön, dann haben wir gleich genügend Wachen. Hier brauche ich auch nochmal was. Moment. Ja, gebratene Beeren. Ne, ich denke, das Fleisch hier erstmal. So. Mörserstation. Da machen wir ein bisschen Farbe. Ja, 10-mal. Hier drüben machen wir ein paar gemeißelte Steine, würde ich sagen. Ich brauche die jetzt zwar gerade nicht, aber ja. Machen wir einfach mal ein paar davon. Kann ja nicht schaden. So, 20 Stück. Die Produktion hier läuft jetzt überall an. Das ist sehr schön. Jetzt gehe ich erstmal wie eine kleine Schnecke hier vor. Zur Feuerschale. Hau da erstmal das hier als Brennstoff rein. Gegenstand herstellen. Flüssigmetall. Gut, wir machen Flüssigmetall gleich mal. Aber eigentlich brauche ich das mit den Klingen hier unten. Da brauche ich eine Metallplatte. Okay. Ah, Moment. Gut. Mach das bitte einmal hier. Die Produktion läuft auf jeden Fall hier immer weiter voran. Jetzt ganz langsam mal hier vor. Jawohl, hier ist das ganze Holz fertig. Wir machen noch mehr Bauholz. Let's go. Alles in Produktion hauen. So, was haben wir hier? Ein Ätzbachen. Ich mache erstmal noch mehr von dem Flüssigmetall. Das Ding hier ist jetzt auch fertig. Sehr gut. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz bei mir hier rein in mein Menü. Denn ich will hier jetzt auch mal noch ein paar andere Sachen noch mit hinhauen. Hier, verbesserte Mörserstation. Mal sehen, wo ich die hinhaue. Ich glaube, die haue ich jetzt einfach mal hier mit ran. Hier brauche ich gemeißelte Steine. Hatte ich da nicht vorhin hier welche reingetan? Ja, sehr schön. Das gefällt mir gut. Dann kann das Ding hier eigentlich weg. Ja, die alte Mörserstation kann dann eigentlich weg. Damit wir halt hier noch ein bisschen mehr Platz reinbekommen.
Ja, und ich habe meine Wand gerade ein bisschen getroffen. Das war so nicht geplant. Komm, einmal reparieren das Ganze hier. Habe ich den Boden auch beschädigt? Ne, sieht nicht danach aus. Aber das hier. Gut. Jetzt ganz langsam wie eine kleine Schnecke wieder hier vorgehen. Hier mache ich jetzt mal noch ein paar Stäbe, denke ich. Ja. Machen wir mal 5 Stück. Dann mal wieder hier vorgehen. Jawohl, das da drüben ist fertig. Okay, hier gibt es jetzt auch noch ein paar andere Sachen. Was habe ich denn hier? Schrauben mit Muttern, Verschluss. Okay, der Verschluss ist für eine Schusswaffe. Ich sehe gerade auf jeden Fall schon, ich brauche scheinbar ganz viel von diesen einen Dingern hier dann. Muss ich gerade erstmal hier gucken. Ätzbaren, okay, ich brauche noch mehr davon. Ich brauche viel mehr Ätzbaren. Einmal hier rüber kurz im Schneckentempo. Gegenstand herstellen. Zwei davon bitte einmal. Dann hier nochmal ein bisschen Neues an Brennstoff rein. Gut. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder und sammeln Materialien. So sieht dann jetzt erstmal der Plan aus. Davor muss ich erstmal noch ein paar Dinge hier einbunkern. Ja, ich glaube, ich hau mal hier direkt so eine Kiste hin. Obwohl, ja doch, kommt die haben wir mal hier direkt neben das Lagerfeuer so. Wunderbar. Und die Kiste haue ich jetzt einmal schön voll hier mit diesen ganzen Baumaterialien, die ich hier brauche immer. Da kommen jetzt einmal nur Baumaterialien rein. Gut. Das passt dann so. Kollege, was hast denn du noch an Baumaterialien bei dir? Der hat die Steine noch, die ganz normalen auch. Das kommt dann woanders hin. Gut. Rein damit. Dem Kram hier. Sehr schön. Hier ist auch noch jede Menge Kram fertig. Gut, jetzt passt's. Jetzt gehen wir erstmal. Hier haue ich noch diese Dinger rein. Moment. Und hier hinten habe ich ja auch noch mal Platz. Sehr schön. Jetzt bin ich eigentlich wieder voll belastbar. Also ich kann auf jeden Fall jetzt wieder viel mitnehmen. Passt das komplett hier. Alles einmal kurz reparieren. Das hier unten hin.
Buddy, du kommst dann jetzt bitte einmal mit. Kurz ausruhen. Kurz noch was essen. So. Lecker, lecker, lecker. Und jetzt suchen wir mal eine Ecke aus uns hier, wo es hier schön viel Metall und so gibt. Wo wir schön viel an die Erze und sowas rankommen, damit wir dann die Barren machen. Hier gibt es wieder was. Ja, aber ich will mal ein bisschen weiter jetzt reisen. Ich will mal ein paar Sachen mitnehmen, die ein bisschen weiter außerhalb von meiner Basis sind. Wo ich normalerweise nicht so oft hingehe. Ich denke, da gehen wir mal hier hinten hoch. Da gehe ich eigentlich kaum lang. Hier hinten ist ja so ein Bereich von meiner Heimatwelt, ja, wo ich eigentlich kaum unterwegs bin. Ah ja, der Berg hier wäre auch noch perfekt, denke ich. Da hatten wir ja weiter oben schon mal ein bisschen was mitgenommen. Moment. Ich glaube, dich muss ich kurz wegmachen. Da komme ich, glaube ich, nicht drum herum. Komm, weg mit euch. Ja, hier war ich schon mal. Ich sehe hier überall Baumstümpfe. Und wir gehen jetzt einmal hier den Berg nach oben. Ah, der Berg dort hinten sieht auch interessant aus. Na, mal sehen, wo wir jetzt hier an die Erze herankommen. Auf jeden Fall gucke ich mal kurz hier rein. Okay, da ist nichts mehr drin. Hier ist das Ding. Im Moment, kenne ich das Ding schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay, nee. Das ist was Neues, da kommen wir sogar noch gar nicht mal rein. Interessant. Sehr interessant. Steht jetzt hier was Neues auf meiner Karte? Nee. Hier steht nichts Neues auf der Karte. Da wird es aber bestimmt später noch eine neue Karte geben, die man dort drin dann freischalten kann. Und hier sind jede Menge Schweine. Na super. Das gefällt mir überhaupt nicht. Haut bitte ab. Ich habe keine Lust, gegen euch zu kämpfen. Ach, aber ich höre sie natürlich. Ja, sie rennen mir alle hinterher. Die kleine Bande. Ja, und hier finde ich gerade keine passende Ecke. Leider. Hier hätten wir so eine Nebenaktivität. Nein, danke. Ich will jetzt erstmal schön meine ganzen Erze hier sammeln. Und ich bin auch gerade tatsächlich am Überlegen, ob wir vielleicht in eine andere Welt reisen dafür. Obwohl, da vorne, das sieht doch noch ganz gut aus. Aber welche Welt mir da auf jeden Fall einfallen würde, wäre die von der letzten Folge. Ja, weil da hatte ich jedes Mal solche Erze und sowas auch gesehen. Ja, und hier oben sehe ich Wölfe. Ja, und hier würde ich sagen. Ja, hier bauen wir dann jetzt das Zeug ab. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus, die Ecke. Haut ab. Push. So, Hacke raus und los geht's jetzt hier. Da oben. Oh mein Gott, da dort hinten. Da gibt's jede Menge von dem Zeug, was wir brauchen. Da machen wir dann gleich noch mit hin. Jetzt wird erstmal hier abgebaut, das ganze Zeug.
Und eine schöne volle Ladung machen wir uns dann jetzt. So. Ja, das nehmen wir auch mal noch ein bisschen mit. Eigentlich wollte ich das nicht mitnehmen, aber wenn das schon jetzt mal hier so dabei ist, ja komm. So, einmal nach unten. Ich meine, das Glaszeug kann ich ja vielleicht dann gleich auch wieder gebrauchen. Dementsprechend nehmen wir das lieber jetzt mal noch mit. So, ich esse jetzt auch erstmal wieder was. Und weiter geht's. Und auf jeden Fall wird auch bald Nacht. Das gefällt mir gerade nicht so. Komm, weg mit dem Zeug. Hier geht's weiter. Ja, und ich sollte ihm bald auch mal noch so eine gute Spitzhacke geben. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Andererseits, ihn will ich ja sowieso eigentlich wieder aussetzen, ja, gegen meine Dame, die ja hier in der Nähe auch irgendwo ist. So, hey, bleib stehen. Nächste Folge will ich dann auf jeden Fall ganz gerne gucken, dass wir dann in die Wüste gehen oder halt wenigstens vorankommen mit der einen Quest von dem Polizisten oder was, ein Soldat? Ich weiß gar nicht, was er war. Jedenfalls die Quest von dem einen Typen, wo wir ja noch ein paar Herztreffer erledigen müssen. Die würde ich nämlich gerne in der nächsten Folge weitermachen wollen. Oder halt die Wüste, ja. Das kommt halt ganz drauf an. Das, was wir jetzt hier noch schaffen so und was wir jetzt noch so an neuer Ausrüstung uns hier besorgen können in dieser Folge. So, hier habe ich eigentlich alles Interessante. Obwohl, ne, da hinten ist noch mal was. Ja, hier gibt es noch einiges, sehe ich gerade. Ich muss vielleicht mal nachgucken wegen meinem Gewicht. Dann kann mein Buddy hier auf jeden Fall das erstmal mitnehmen. Ich hoffe. Ja, Moment. Da unten steht es ja mit meinem Erz. Okay, wir sind gerade mal bei 30 Stück erst. Ach Mann. Ich dachte gerade, ich habe hier vielleicht schon über 50 oder so, oder fast 100, aber nee. Ja, davon bin ich noch weit entfernt. Leider. Wäre schön, wenn es noch schneller gehen würde hiermit. Ich glaube, ich habe gerade dort oben einen Wolf gehört. Jetzt einmal regenerieren. Und hier haben wir auch noch was Interessantes. Das kommt einmal mit. Jawohl. Oh nein, da die Wölfe. Bitte jetzt ja nicht hierher kommen, ey. Bitte. Ich will gerade einfach nur hier in Frieden mein Zeug mir erholen. Auf Kämpfe habe ich halt gerade wirklich so gar keine Lust. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die Zukunft des Spiels so noch bereithält. Weil ich bin gerade auch die ganze Zeit schon am Überlegen, seitdem wir bei diesem einen Ding eben dort oben waren, ja, wo diese Barriere vor uns war, ja. Okay,
Ich sehe gerade, jetzt ist der Ort hier auf der Karte. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, ja, weil der Ort vorhin noch nicht auf der Karte drauf war, dass es vielleicht eine Barriere ist, wo es erst später, nach einem Update oder so, durchgeht. Hätte ja auch sein können, ja. Aber nein. Jetzt sehe ich auf jeden Fall hier Düsternis. Da wird es dann wohl eine Düsterniskarte geben. Gut, also das wird man dann auf jeden Fall auch bald bestimmt noch mit freischalten können. Ich dachte halt, dass es hier vielleicht auch so Areale gibt, wo man vielleicht noch gar nicht rein kann, weil sie halt vielleicht erst durch ein Update kommen müssen oder so. Weil wir sind ja immer noch hier im Early Access. Und das mit dem Early Access wird auch auf jeden Fall eine ganze Weile so bleiben. Und ich bin tierisch einfach gespannt, was da alles noch kommt. Also auf jeden Fall wünsche ich mir sowas wie ein Schneegebiet. Das würde eigentlich voll gut passen. Weil wir haben ja Wald, wir haben Sumpf, wir haben Wüste. Da würde eigentlich Schnee, finde ich, auch noch Sinn ergeben. Ich meine, man könnte sogar auch noch ein Gebiet machen, vielleicht mit Vulkan, ja, Vulkangebiet. Würde mir auch noch so in den Kopf kommen. Also es gibt da auf jeden Fall viele mögliche Sachen, was es dann in Zukunft so erwarten kann. Auf jeden Fall will ich das Spiel langfristig hier auf dem Kanal bringen. So viel kann ich schon mal sagen. Ich habe mir auch schon so mal ein paar Gedanken drüber gemacht. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, vielleicht 100 Folgen, je nach Umfang. Also auf jeden Fall werde ich das Spiel so lange begleiten, ja, bis es den Early Access verlässt. Wenn es mich halt auch hält. Ja, das ist halt auch so eine Sache. Aber momentan macht es mir auf jeden Fall tierisch Spaß, das Spiel. Also das ist wirklich aktuell so ein Survival-Game wieder mal, was mir richtig Bock macht. Klar, andere Survival-Spiele, die wir in letzter Zeit so gespielt haben hier auf dem Kanal, haben mir auch Spaß gemacht, aber das hier irgendwie, weiß nicht. Ich bin süchtig nach Nightingale geworden. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Folge das hier gerade ist. Ich glaube, das ist Folge 13 oder 14. Ihr müsst wissen, ich nehme gerade viele Folgen am Stück hier auf. So. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Ja, mich wundert, dass ich noch gar nicht überlastet bin. Boah, ich dachte gerade, da oben ist so ein komischer Baum. Schnell weg damit. Ah, das ist kein Erz, so wie es aussieht. Ja, ist leider kein Erz. Schade. Ja, dieses Zeug fliegt gerade ganz nach unten. So. Einmal nach oben. Hier ist wieder Erz. Nein, ist es nicht. Oder? Moment. Ja, gut, nehmen wir mit. So, Kollege, für dich habe ich jetzt einmal was. Du nimmst jetzt bitte einmal das Zeug hier. Sehr schön. Und das Zeug, was hier jetzt ist, das bauen wir mal noch ab und danach geht's nach Hause. Sehe ich auch noch was Interessantes. Da würde ich eigentlich ganz gerne dann auch noch hin wollen. Ja, noch gleich werden wir auch frieren. So viel ist sicher. Und das Zeug hier noch mit. Hier drüben ist auch noch mal was. Dann gleich mal noch dort hochgehen, denke ich.
Meine liebe Ausdauer, regeneriere doch bitte etwas schneller. Sonst dauert das hier Ewigkeiten. Hier ist wieder so ein Block. Ja, von diesen Blöcken habe ich mittlerweile eigentlich genug. Ich will eher das eine Erz nochmal haben. Aber das gibt es hier gerade leider überhaupt nicht mehr. So wie es aussieht. Okay, hier gibt es Quarz. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht gefunden jetzt, oder? Nee, ich glaube noch gar nicht. Oder doch? Ja, klar. Ja, klar hatte ich das schon. Hier ist wieder ein bisschen Erz. Sehr schön. Mal sehen, ich müsste vielleicht mal noch ein kleines Lagerfeuer mit hier hersetzen. Das wäre gerade nicht verkehrt. Ich habe gerade meinen Kollegen geschlagen und da vorne spiegelt sich irgendwas im Wasser wieder. Oder ist dort irgendwas unten drunter? Aber da vorne, was sehe ich? So was kleines Rotes. Ich frage mich gerade, was das ist. Das wird wohl irgendein Stein hier sein, da das so ein bisschen sich widerspiegelt oder sowas. Wenn ich näher rangehe, sehe ich das dann immer noch? Ja, aber jetzt verschwindet es so langsam. Naja, wird wohl kaum irgendwie, ja, ein Seeungeheuer sein oder sowas. So, ganz kurz mal hier reparieren das Zeug. Einmal Ausdauer auffüllen. Und weiter. Gut, das ist genug. Wir hauen dann jetzt ab von hier. Kollege, bist du bereit? Ja, gut. Dann auf nach Hause. Hier nehme ich nochmal ganz kurz ein bisschen Holz mit. Das Ding hier geht gerade irgendwie nicht weg. Hol ich mal den Baum da drüben. Fix noch was essen. So. Hier an der Seite will ich auf jeden Fall nicht alle Bäume wegmachen. Weil ich finde, das sieht dann alles hier zu leer aus, ja? Wenn jeder Baum irgendwann mal weg ist. Dann halt aus wie ausgestorben. Kommt halt um. Sehr gut. Hier mal noch was. Hier drüben sehe ich auch noch jede Menge Baumstümpfe. Die habe ich noch gar nicht weggemacht. Das könnten wir jetzt mal direkt noch mitmachen. Wenn wir hier schon mal dabei sind, so. Na, waren das alle Stümpfe? Nee, hier ist noch einer. Jetzt habe ich aber eigentlich hier alle, oder? Sieht eigentlich danach aus. Ja, gut. Dann einmal rein in die Basis. Kollege, du nimmst mal bitte kurz hier die Steine. Und jetzt rein hier. Das hier einmal anzünden. Dann wird es jetzt hier auch wieder etwas wärmer. Da
dann hier einmal etwas Brennstoff rein. Anzünden das Ganze. Und Kollege, komm her bitte. Ich brauch dich. Ich brauch das, was du dabei hast. Gib mal das ganze Zeug hierher. Gut. Jetzt im Schneckentempo nach vorne. Hier Bauholz in die Produktion reinhauen. Und schön wie eine kleine Schnecke hier nach vorne. Na, wie weit ist das hier schon? Ah ja, stimmt, ich habe das noch gar nicht reingetan. Ach man, ich werde alt. So. Anzünden das Ganze. Braucht das hier noch irgendwelches Zeug an Brennmaterialien? Nein. Aber hier brauche ich noch mal was. Los. Ja, mal das Zeug einpacken, ja, das ist gut. Dann kümmern wir uns jetzt einmal noch mit um die Klingen. Ah, ich brauche ja auch noch mal ein bisschen Brennmaterialien. Ich meine, ich habe zwar genügend Zeug auch noch in den Kisten drin, aber das will ich jetzt mal nicht nutzen, das Zeug. Das, was in den Kisten ist, das soll erstmal da drin bleiben. Dann hole ich mir jetzt von hier vorne noch mal ganz kurz ein bisschen Holz. Kollege, bist du hinter mir? Nee, der ruht sich gerade noch aus am Feuer. Da muss man seine Hände wärmen. Und hier sind Wölfe. Oder was sind das für Tiere? Ja, das sind Wölfe. Okay, kommt mal ran. Bringen wir es hinter uns. Zack. Nächster bitte. Sehr schön. Und jetzt weg mit den Bäumen hier. Jetzt das ganze Zeug noch eintüten hier. Kollege, komm du mal bitte wieder her. Du müsstest mir bitte was abnehmen. Nimm mal bitte die Steine hier. Die trägst du ja sowieso sehr gerne. Und dann holen wir uns mal hier oben noch zwei Bäume. Oh, hi! Was geht denn hier ab? Noch ein paar Gegner. Eine Abreibung. Kälte macht mir gerade zu schaffen. Ich tue mich dann gleich auch nochmal schlafen legen. Ich will ganz gerne jetzt in der Nacht hier das ganze Zeug erstmal fertig machen mit den Klingen und so. So, einen Pilz einmal essen. Jawohl. Dann auch nochmal ein paar Beeren. Und jetzt gleich sollten eigentlich die ganzen Metallsachen fertig sein.
Ah, bin wieder etwas überladen. Der eine Baum hier kommt mal noch mit dran. Kollege, hab da wieder was für dich. Nimm mal bitte diesmal diese Steine hier. Wo sind die Stämme? Ja. Gut, los geht's. Einmal zurück, ganz schnell rennen. Was sehe ich denn hier? Das habe ich noch gar nicht mal mitgekriegt. Das habe ich nicht mal mitgekriegt, dass wir das jetzt auch als Aufgabe bekommen haben. Die Düsterniskarte kann ich jetzt mir holen, ja? Das habe ich jetzt als Aufgabe dort oben rechts mitbekommen. Überhaupt nicht mal mitbekommen. Wann hat es mir das denn angezeigt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es wirklich nicht gesehen. Ich habe halt so sehr nur auf die Materialien jetzt gerade die ganze Zeit hier geachtet. Und auf das Looten und so weiter. So. Jetzt hau ich hier nochmal was in die Produktion. Buddy, wo bist denn du? Komm mal bitte schneller her. Das wäre gut. Das wäre wirklich sehr gut. Das sieht mal hier rein. Sehr gut. Ja, und ich glaube, das ganze Metallzeug reicht auf jeden Fall dann immer noch nicht. Ich mache mir jetzt erstmal so einen Verschluss hier. Oder? Wartet. Metallplatte. Jawohl, ich kann sie machen. Ich kann sie machen. Sehr schön. So, Materialien hier nochmal reinhauen. Jetzt kann ich die erste Klinge machen, oder? Nee. Och Mann, so viel Zeug brauche ich. Hilfe! Ich brauche so viel Metall. Das wird wirklich schlimm. In der Zukunft hier. Das sehe ich jetzt schon. Also ich glaube, für zukünftige Folgen und so werde ich auf jeden Fall schauen, dass ich da dann in Folgen, ja, sowas nicht mehr mache. Wie Metallfarmen und so, weil das ist, glaube ich, sehr zeitintensiv und ich glaube, das ist sehr langweilig. Wenn ich oftmals Folgen machen würde, wo ich nur, ja, Metall hole. Das ist halt sehr zeitintensiv. So, jetzt kann ich hier erstmal wieder so ein Ding machen. Dann kann ich jetzt erstmal eine Klinge herstellen. Ich bräuchte hier zwei Stück, aber... Ja, ich brenne. Das hat mir auch noch gefällt. Ich bin ein brennender Mann. Gar nicht schön. Hier stellt es auf jeden Fall noch jede Menge Barren her. Mit denen kann ich dann schon mal viel anfangen, wenn die hier fertig sind. Das dauert noch eine Viertelstunde, bis das Teil da fertig hergestellt ist. Einmal hier rüberflitzen. Metallplatte, ja, ich kann wieder eine machen. Sehr gut. Wie lange dauert das hier noch? 40 Sekunden. Gut. Eine Klinge dann erstmal machen. Und die einmal hier ran. Dann brauche ich jetzt nur noch eine zweite Klinge. Die zweite Klinge kriegen wir jetzt auch noch hin.
Sehr schön. Klinge, klinge, klinge. Hier ist es. Einmal hier runter. Wo ist es denn, was ich jetzt hier gerade suche? Okay. Mir fehlt noch mal was davon. So, das lassen wir hier rüber. Jawohl, hier sind wieder vier Dinge fertig. Hier die ganze Produktion wieder anstellen. Ja, und eigentlich war gedacht, dass das Zeug jetzt hier fertig ist. Aber das dauert halt hier noch eine ganze Ewigkeit. Weil mein Plan war halt, dass ich jetzt noch eine Schusswaffe und sowas mache. Was ich auf jeden Fall noch diese Folge fertig bekomme, ist das Ding hier drüben. Und vielleicht noch das hier. Ja, das sieht eigentlich auch hier ganz gut noch aus. Das ist auf jeden Fall auch noch möglich. Hier ist wieder ein Barren fertig. Sehr gut. Jetzt kann ich wieder eine neue Platte machen. Und dann die letzte Klinge. Sehr schön. So, Klinge hier ran. Jetzt ist hier der verbesserte Sägetisch. Und hier muss ich jetzt einmal das hier machen. Das geschnitzte Holz. Und das geschnitzte Holz brauche ich ja dann hier drüben. Gut, dann einmal hier ran. Das Zeug hier rausholen. Stimmt, hier haben wir auch nochmal solche Dinger drin. Moment, das kann mir hier gleich eigentlich nochmal gut weiterhelfen. Dann könnte ich vielleicht doch noch ein bisschen mehr hinkriegen in dieser Folge. Mal sehen. Muss man ganz fix hier hinterflitzen. Ja, ein bisschen mehr sollte eigentlich noch möglich sein jetzt. Hier zweimal das bitte herstellen. Hier auch dreimal das. Sehr schön. Dann tun wir hier einmal Glas in die Produktion hauen. Da so viel wie geht. Okay, das dauert auch hier eine ganze Ewigkeit. 5 Minuten braucht das geschnitzte Holz. Na, da gibt es natürlich auch nochmal Möglichkeiten, das Ganze dann hier schneller noch zu machen. Ja, wenn ich solche extra Sachen hier noch überall mit hinsetze. Wie zum Beispiel hier diese Werkzeugkisten und sowas. Ich hole jetzt mal noch alles hier raus aus unseren ganzen Lagerkisten. Alles, was wir gebrauchen könnten da drüben. Weil mit etwas Glück kriegen wir doch noch eine Schusswaffe heute hier hin. Oder zumindest kriegen wir noch die ganzen Sachen dort fertig. Das wäre auch schon eine schöne Sache. Los, alles eintüten hier. Ich wundere, dass ich noch nicht wieder überladen bin. So, das ganze Zeug jetzt hier hinterschleppen. Jawohl, 28 mal das Glas dort fertig. Sehr gut. Das hier ist auch zweimal fertig. Dann ist jetzt das verbesserte Spinnrad hier. Ja.
jetzt 24 mal das hier herstellen. Und hier zweimal das, obwohl. Ne, hier machen wir mal Flüssigmetall. Sehr gut. Dann will ich mal ganz kurz währenddessen jetzt hier reingucken. Wo sind die Teile für die Waffe? Hier ist der Verschluss, da brauche ich normalen Barren. Der Draht hier wird dann, denke ich, jetzt bald auch wichtig. Was haben wir hier noch? Ach, hier kann ich ein Gefäß machen, okay. Der Scharnier hier ist dann wohl für bessere Türen und sowas. Ja, und ich bräuchte doch mal so einen dritten Ofen hier. Das dauert sonst zu lange, wenn ich hier jedes Mal warten muss. So, kann ich das Ding noch mit hier reinhauen, so in die Ecke? Ja, das passt. Dafür brauche ich einen Schaft jetzt auch nochmal. Woran stelle ich denn den Schaft nochmal her? Hier gibt es einfach so viel Zeug mittlerweile. Hier ist der Schaft, gut. Ja, aber diese Barren hier will ich da eigentlich nicht nehmen. Da wäre es besser, wenn das Zeug da drüben fertig wird. Ja gut, jetzt ist es fertig, sehr schön. Jetzt das hier rein. Zweimal bitte einen Schaft machen. Dann brauche ich nur noch einen dritten gleich. Den kriegen wir aber dann auch noch mit hin. Ja, komm. Das hier drüben muss ein bisschen schneller noch gehen. Wie sieht es aus mit meinem Gewicht? Gut, ich kann ein bisschen was tragen, ja. Dann flitze ich jetzt nochmal ganz kurz hier nach draußen. Und gucken wir mal dort hinten ganz kurz den Bereich nochmal an. Vielleicht finde ich da nochmal was, was ich kurz noch mit looten könnte. Ja, hier ist ein bisschen Quarz, das nehmen wir mit. Aber das hier drüben brauche ich viel mehr jetzt gerade. Und auf jeden Fall ist das gerade eine XXL-Folge. Das merke ich jetzt gerade hier schon wieder ganz klar. Das Ding ist aber halt, ich will das jetzt unbedingt noch fertig machen hier in der Folge. Das Zeug da in der Basis. So, zumindest eine Sache mal noch fertig machen. Ja, das wäre noch ganz nett. Bei mir ist es halt wirklich wichtig, dass ich immer in den Folgen Fortschritt mache. Halt nicht auf der Stelle treten bleib. Hier nehmen wir auch noch mal kurz ein bisschen Holz mit. Jawohl. Ja, damit. Der eine Baum hier kann weg. Und das Zeug. Hier brauche ich sowieso bald nochmal ein bisschen Platz. Weil hier oben soll auf jeden Fall noch ein Gebäude hin. Aber ein kleines aus Holz dann dieses Mal. Sowas Großes wie hier aus Stein will ich nirgendwo nochmal bauen. Also das hier ist auf jeden Fall das Haupthaus. Jetzt den Schaft hier nochmal machen. Wie weit ist das hier drüben? Okay. Das hat gut Fortschritt gemacht.
Und das macht auch gut Fortschritt. Schafft, bist du fertig? Ja, ist er. Sehr schön. Einmal hier wieder ran. Hier brauche ich noch etwas Brennmaterialien. Ja, nehmen wir mal das Zeug hier, auch wenn ich das eigentlich jetzt zum Bauen nehmen wollte. Dann einmal hier rein. Metallplatten. 4 Stück können wir machen. Sehr gut. Nein, ich brenne schon wieder. Nicht schon wieder. Hier 2x zwirn. Geschnitztes Holz baue ich auch nochmal. Jawohl. Die Räder hier sind fertig. Hier kann ich nochmal was dazwischen bauen. Aber jetzt brauche ich erstmal Klingen. Jawohl, 2 Klingen. Dann ist die Gerbstation hier drüben fertig. Wunderbar. Was kann ich jetzt hier dran herstellen? Ui. Öl. Eine Umwicklung. Okay, das ist auch neu. Und die Angelschnur ist auch ganz neu. Dann gehen wir jetzt nochmal hier rein. Das Ding hier haben wir noch nicht und das haben wir noch nicht. Den Rest von den verbesserten Dingen haben wir dann jetzt eigentlich schon hier hingestellt. So, tun wir denn die 2 Dinger mal noch hinhauen. Ich brauche da mal eine schöne Ecke hier, damit das nicht zu sehr hingeklatscht aussieht. Hier dazwischen eigentlich. Das würde sich gut anbieten. Na, ich brenne schon wieder. Ich brenne schon wieder, ich könnte weinen. Das alte Ding hier einmal weg. Das jetzt hier so ran. Metallspitze und mechanische Zahnräder brauche ich da. Metallspitze. Gut, wo bist du? Hier. Hier ist die Metallspitze. Machen wir die 2-mal. Und dann Zahnräder. Zahnräder habe ich noch in irgendeiner Kiste drin, oder nicht? Ich weiß nicht, ob es die sind, die ich brauche. Ich muss mal gucken. Weil diese Roboter hatten ja solche Zahnräder immer gegeben. Ja, dort hinten sind sie. Mechanische Zahnräder. Aber die sind halt von dem Roboter. Ich hoffe, die gehen trotzdem. Ja, die gehen trotzdem. Also dann könnten wir eigentlich, statt diese Zahnräder selber herzustellen, ja, die auch mal noch farmen, indem wir Roboter jagen gehen. Das würde sich da mal noch mit gut anbieten eigentlich. Sind die Spitzen fertig? Ja, sind sie. Was habe ich jetzt hier? Schindeln. Hier ran. Ich brauche die ganzen Steine einmal. Und was gibt es denn hier noch so für Zeug? Hier brauche ich Draht. Gemeißelter Stein. Ja, das 5-mal bitte. Geht sogar relativ schnell. Das ist gut. Hier 2-mal Draht. Machen wir hier rein. Verbesserten Vorrichtungen jetzt hier überall. Das haben wir jetzt auf jeden Fall geschafft in dieser Folge. So würde ich sagen, kann man dann jetzt auch Schluss machen.
Lasst gerne ein Däumchen da, Leute. Schreibt gerne einen Kommentar. Und ja, tschüssi.